So, hallo zusammen auf meinem Kanal, zu einem neuen Video von mir. Jetzt, man sieht, die Sonne scheint, man sieht es in dem Fenster. Sommer neigt sich langsam zu Ende. Das Wochenende soll es nochmal richtig schön machen und richtig warm machen. Da dachte ich mir, dann machen wir doch was Passendes für warmes Wetter. Heute machen wir einen leckeren, bunten Blattsalat. Was man da alles reinmacht, wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß beim Video. So, ihr seht, Brot einiges in Sach. Bunte Blattsalat, ich habe hier einen Kopfsalat nochmal, einen ganz klassischen Kopfsalat. Dann wollten wir reinmachen ein bisschen Paprika, ich habe hier eine schöne Spitzpaprika. Wir wollen reinmachen ein paar Tomate. Dann habe ich hier so schöne, das sind die Mini-Gurke. Ja, sind einfach viel zarter, man kann die Schale ein bisschen drin lassen, habe es einfach nur so geschält, dann sieht es nachher einfach schöner aus. Wir machen rein ein paar Radiesle und ein bisschen kalte Petersilie, die brauchen wir fürs Dressing. Fürs Dressing nehmen wir ein bisschen Öl. Hab hier ein weißes Balsamico. Wieso kein dunkler? Weil das helle Sache wie die Gurke oder die Radiesle, die wird sonst schon dunkler Schimmer, so dunkle. Ja, der dunkle Balsamico lädt sie einfach übers helle drüber und dann sieht sie mir gut aus. Dann brauchen wir fürs Dressing ein paar Zwiebeln. Habe ich schon mal eine kleine Zwiebel, eine halbe kleine Zwiebel fein gewürfelt. Ich sag den frisch gehackte Petersilie machen wir mit rein ins Dressing, dass ein bisschen Kräuter mit drin sind. Dann brauchen wir nur noch Salz, Zucker und ein bisschen Pfeffer. So, dann werden wir mal kurz anfangen, dann mal schon mal die Sache kurz zusammenschneiden. Wie gesagt, die Zwiebel habe ich geschnitten. Die Gurke ganz einfach. So, da reicht auch eine für eine kleine. Natürlich kommt immer darauf an, wie viel ihr drin haben wollt, wollt ihr viel drin haben, wollt ihr weniger drin haben. Macht ihr für eine Person, macht ihr für acht Personen Salat, das ist immer unterschiedlich. So, dann wollen wir ein paar den Radiesle zusammenschneiden. Auch einfach nur schöne dünne Scheibe runterschneiden. Radiesle im Salat kommt immer gut. Ja, und Gurke sowieso, das wissen wir ja. So, dann haben wir hier die wunderschöne Paprika und die Tomate. Da geht ein ganz großer Dank raus an meinen Bruder. Wir sind aus dem eigenen Garten, mein Bruder und dann meine Schwägerin, auch einen schönen Gruß und nochmal vielen Dank dafür. Leckere Spitzpaprika, die wir auch bloß so zusammenschneiden. Hab sie gewaschen, halbiert, die Kornhaus raus und einfach nur in so Streifen schneiden. So, die Tomate, die schneide ich in feine Scheiben. Alles ein bisschen arg weich, ich habe den Soße einen Garten kommen. Machen wir die in Ecke. Strung machen wir ein bisschen raus. Einfach nur so, geht ganz einfach. So, dann machen wir uns mal kurz das Dressing. Ich sage das Dressing, ich habe hier schon mal eine kleine halbe Zwiebel fein gehackt. Kommt immer darauf an, möchte viel Zwiebel drin haben, möchte gar keine Zwiebel drin haben, möchte wenig Zwiebel drin haben, ist immer Geschmackssache, wie viel er da rein macht. So, dann mache ich rein 1 Teelöffel Salz. Es kommt rein 1 Teelöffel Zucker und ein schwarzer gemahlener Pfeffer aus der Mühle. Ein ganz einfaches, schnelles Dressing.
Schmeckt lecker. So, dann kommt immer ein gutes Dressing, auch ein bisschen Senf rein. Manchmal wird so ungefähr ein, ja, ein knapper Esslöffel Senf kommt mit rein. Dann kommen wir zu dem weißen Balsamico. Machen wir ungefähr einen Esslöffel. Kommt immer darauf an, wie sauer ihr das haben möchtet. Ich möchte es nicht sagen, dass ich sauer habe, deswegen mache ich einen Zucker mit rein. Und 2 Esslöffel Öl ungefähr. Und dann machen wir noch mit rein, ja, 50 ml Wasser oder so, kaltes Wasser. So, und schon haben wir wunderbares Dressing. Das eben mal verrühren. Dann machen wir Kräuter mit rein, eine frische Petersilie. So, wir haben ein wunderbares, ruckzuck haben wir ein wunderbares Dressing. Um halt ein bisschen rühren, dass ich die Gewürze auflöse, das Salz oder Zucker. Denn in kalte Flüssigkeit löse ich es immer ein bisschen schlecht auf. Aber mit ein bisschen rühren geht es auch, dann löst sich es auf. So, dann wollen wir das Sachen mal probieren, wie das schmeckt. Ja, ist schon mal gut. Ein bisschen Salz kann auch rein. Ist nicht genug, meiner Meinung nach. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr gerade zur Hand habt, könnt ihr noch ein bisschen frische Zitrone reinpressen. Kommt einmal gut. Ups. Ein klein bisschen Wasser macht noch rein. So, das wäre unser Dressing. Ganz schnell gemacht, ist lecker. Da braucht ihr gar kein fertiges kaufen. Das schmeckt immer. Ja, sehr gut. So. Machen wir schon mal die Radieschen rein in die Schüssel. Wir machen die Gurke schon mit rein, wo wir zusammengeschüttet haben. Den leckeren Paprika. Dann gehen wir jetzt hier schon mal den Dressing drüber. Dass alles schon mal ein bisschen marinieren kann schon mal. Schon ein bisschen durchmischen, alles schon mal. Den wir leicht Platz lassen, bloß nur ganz leicht unterheben. Das reicht dann auch schon vollkommen. Die Tomate mache ich jetzt mit Absicht noch nicht rein, denn die werde ich nachher bloß oben drauf setzen auf den Salat. Die tue ich gar nicht mit untermischen, großartig. So, dann kommen wir zum Blattsalat. Wie gesagt, ich habe eine ganz normale Kopfsalat nochmal. Ihr könnt da nur noch Russo nehmen, ihr könnt Eichblatt nehmen, was immer ihr wollt, das will ich ganz euch überlassen. Das schön untermischen. Ja, die Schüssel fast schon ein bisschen zu klein, um das ordentlich zu mischen, aber das kriegt man hin, das geht. Ja, ich hätte es auch die Hände nehmen können, aber es geht so auch. So, so schnell haben wir schon wunderbare bunte, frische Blattsalat. Wie gesagt, gerade wenn es draußen warm ist, könnt ihr einfach nur ein bisschen Brot dazu essen, frisches Baguette, Nussprigels oder so. Das spielt gar keine Rolle, was ihr dazu esst. Oder einfach nur zum gebratenen Fleisch als Beilage. Dann mache ich noch die Tomate. Wie gesagt, die immer nur so drauflegen. Schreibt ihr einen wunderbaren
Platz hat. So, und auf die Mitte. Jetzt noch so eine Radiese drauf. So, das war's dann auch schon mit unserem Blattsalat. Das ist jetzt für Vegetarier und sogar für Veganer geeignet. Wenn ihr wollt, dass euch nicht genug ist, dann dürft ihr hergehen, könnt auch noch ihr kocht einen kochten Schinken drunter schneiden, ihr könnt einen Käse drunter machen, ihr könnt einen Thunfisch drunter machen. Wenn ihr was Nuschriges haben wollt, könnt ihr ein paar Nüsse reinschmeißen oder Croutons, selbstgemachte Croutons. Wie man Croutons macht, habe ich euch schon mal gezeigt, das Video, wo ich unten auch verlinke. Croutons kommen da auch sehr gut dazu. Ich sag, da könnt ihr euch austoben. Ihr könnt nur Ei drauf machen, einfach nur Ei kochen, auch in so Futterschneide zwischen reinsetzen. Sieht super aus. Ja, ich finde, das ist doch ein leckerer Salat. Würde mich freuen, wenn ihr das mal ausprobiert. Gerade das Dressing ist extrem lecker, geht extrem schnell, muss man nichts Fertiges kaufen. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, dürft ihr das jetzt machen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und guten Appetit und danke fürs Anschauen vom Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.